Ja, dann herzlich willkommen auf Decibels zum 132. Netzpolitischen Abend. Schön, dass ihr es durch den Schnee hierher geschafft habt. Für die Menschen, die uns im Stream verfolgen, wie immer Hashtag NPA132. Auf Mastodon lesen wir da mit. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare, dann können wir die nach den Beiträgen jeweils hier in den Raum bringen. Wir haben heute drei Themen. Einmal nochmal zur digitalen Gewalt, sozusagen ein Nachschlag zu unserem 129. NPA, wo es irgendwie als Themenabend darum ging mit Sina Laubenstein von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Dann haben wir ein Thema, das auch immer wieder hier auftaucht, die Verwaltungsdigitalisierung. Da wird uns Thomas Fricke was dazu erzählen. Und Konstantin ist heute da, ausnahmsweise mal nicht zur Chatkontrolle, sondern zum AI-Act, der jetzt auch in Brüssel in die letzte Runde geht. Danach wird Tom uns noch ein paar kurze Ankündigungen machen. Und vorher würde ich euch gerne noch Toni vorstellen. Ein Gesicht, das ihr in Zukunft hier häufiger sehen werdet. Magst du dich vorstellen? Hallo, hallo. Genau, ich bin Toni. Ich bin brandneu bei der DigiGIS dazu gekommen. Ich bin studentischer Mitarbeiter seit Freitag. Genau, ich bin nicht binär, benutze keine Pronomen. Und vielleicht kennt ihr mich bis jetzt von einem der eher analogen Phänomene vom CCC. Ich war dort oder bin auch noch in der Crew, wer da mal verpennt hat und dann geweckt wurde, ganz freundlich. Das hätte ich sein können. Genau, ansonsten interessiert mich vor allen Dingen so private staatliche Überwachungssysteme von AktivistInnen. Genau, und jetzt bin ich bei der DigiGIS und versuche etwas tiefer in die Szene einzutauchen und kümmere mich mit um den NPA. Wenn ihr Kritik habt, Vorschläge, Ideen, dann könnt ihr jetzt auch mit mir darüber sprechen. Vielleicht schon nachher beim Glühwein. Und jetzt viel Spaß. Ja, willkommen an Bord.